grüß euch, danke schön, grüß euch. Ich stelle mir kurz vor, mein Name ist Romeo Kaltenbrunner. Ich bin nur ein brauner Oberösterreicher, der wegen seiner Kunst nach Wien gezogen ist. Und falls das aber in Wien nichts wird, habe ich beschlossen, dass ich dann nach Deutschland gehe. Darum bin ich jetzt da. Und wenn ich da erfolgreich bin, dann gehe ich wieder zurück mit voller Kraft und Energie und erobere Österreich. Na Spaß, ich bleibe eh da. Was gibt es sonst so über mich zum Sagen? Ich bin jetzt wieder Single, weil mich meine Freundin nach 7 Jahren Beziehung verlassen hat. Danke, das ist sehr lieb, danke, aber es ist viel besser so, wirklich, viel besser so. Ah, die war so schwierig. Geleck war die schwierig, wirklich, die war so schwierig. In der Psychologie gibt es sogar einen Begriff für solche Menschen. Dort nennt man sie klassische WienerInnen. Ja. Ihr kennt eher den Begriff des Grünwald-Syndroms. Genauso war sie. Ja. Aber wie schon gesagt, es ist alles vorbei, mir geht's gut, ich bin glücklich, weil Single sein ist so, wie sagt man, es ist so nice. Ich lieb's, wirklich, so schön. Gut, das hat mich vielleicht überrascht, wie sie Schluss gemacht hat, ich hab's nicht kommen sehen. Es war nach der zweiten oder dritten Krise, ich war aufgehört zum Zöhnen, wo sie gesagt hat zu mir, Romeo, ich halte dich nicht mehr aus, emotional und finanziell auch nicht mehr. Ja, das hat mich auch hart getroffen. Also der finanzielle Aspekt, ja. Ja, weil ihre Eltern waren extremst reich, sehr wohlhabend, aber sie hat gemeint, naja, aufgrund der Krise müssen meine Eltern jetzt auch viel sparen und ich muss auch auf vieles verzichten, außer auf Urlaub, den hat sie immer gemacht, so ein normaler Urlaub halt. So 4 Wochen Mykonos, 3 Wochen Ibiza, 3 Wochen Dubai im Winter und jedes zweite Wochenende Wellnessen, aber nur in Österreich, weil sie war ganz eine bodenständige, ja, sie hat gesagt, das kann mir keiner nehmen, das steht mir zu, egal wie schlecht die Zeiten sind. Man nennt das bedingungsloser Grundurlaub. Das ist eine schöne Sache gewesen, das würde ich vermissen, aber Beziehung brauche ich keine mehr, nein. Wirklich nicht, nein. Man muss sich immer rechtfertigen in so einer Beziehung, oder? Immer kann man sich die gleichen depperten Fragen anhören. Wir kennen sie alle, diese Fragen. Wann kommst du heim? Warum bist du daheim? Wann gehst du endlich wieder? Warum liegst du die ganze Zeit im Bett herum mit meinem Vater? Wirklich. Immer muss man sich rechtfertigen, oder? Wie oft soll ich es nur sagen? Weil er alter, reicher, weißer Mann ist und schau mir an. Ich hab's auch nicht leicht im Leben. Ich muss auch schauen, wo ich bleib. Und sie wollte ja nicht arbeiten. Nein, sie hat gesagt, als Frau verdiene ich sowieso immer weniger. Warum sollte ich? Und ich bin deswegen zu jedem Volksbegehren hingerannt. Ich habe alles unterschrieben, wirklich. Ich habe sogar einen Zusatz gemacht mit einem Sternchen und habe geschrieben, Frauen sollen bitte nicht nur gleich viel wie wir Männer verdienen, sondern deutlich mehr, weil sie es verdient haben. Oder? Jawohl. Das kann nur lang dauern. Ja. Weil ich ein Feminist bin und vor allem, weil ich selber nicht mehr arbeiten möchte. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Nein. Du brauchst mir nicht so Chachi anschauen. Ja? In meinem Leben schon genug gearbeitet. Ich war 2 Jahre im Marketing. Das war mir zu viel. Das war mir zu viel. Ja? Weil ständig hat mir da irgendwer gesagt, wenn du bei uns Karriere machen möchtest, dann musst du dir den Arsch aufreißen. Immer den Arsch aufreißen. Von Montag bis Freitag. Woche für Woche. Monat für Monat. Jahr für Jahr. Arsch aufreißen. Alter, das tut doch weh. Das ist ja komplett schmerzhaft. Ständig der aufgerissene Arsch, das brennt ja. Und dann gibt es ja keine Garantie mehr, oder? Dann stehst du da als ein Alte mit über 50, wenn der mal kündigt wird, der nimmt ja keiner mehr mit seinem aufgerissenen Arsch. Und meine Generation, die Jüngeren, wir müssen anscheinend bis ins hohe Alter arbeiten. Was ist dann? Ha? Dann sind wir alt, kommen in eine kurze Pension und dann ist das Leben vorbei. Und in der kurzen Zeit verheilt der Arsch nicht. Weil im Alter verheilt es schon alles schlechter. Und dann liegst du drinnen, im Grab, als ein Tode, Verrunzelte, mit einem aufgerissenen Arsch. Die Ehren fliegt auf dich. Ein Teil dieser Ehren fliegt in diesen aufgerissenen Arsch rein. Und so gehst du von dieser Welt.
Da mache ich nicht mit. Da werde ich lieber Influencer. Ich weiß, ich wirke jetzt so glücklich und stabil, aber eigentlich wollte ich schon immer heiraten. Ja, eine Ehe haben wie meine Großeltern. Die waren über 60 Jahre miteinander verheiratet und immer füreinander da. Und das richtig Rührende war, wie meine Oma gestorben ist. Ist genau eine Woche drauf mein Opa auch gestorben. Er hat nicht ohne sie leben können. Er hat nicht ohne sie leben können, weil die Oma die einzige war, die gewusst hat, wo in Opa seine Herztabletten waren. Sie hat quasi den Schlüssel zu seinem Herzen in ihr Grab mitgenommen. Grab ist ein gutes Stichwort, ich gehe jetzt da. Pfiat euch.